Woran spielst du gerade? Control. Ja. So zwei Dinger zum Drehen mit dem Daumen. Ah. Nehme ich. Nee, machst du nicht. Nein, mach ich wirklich nicht. Witzigerweise konnte ich das schon sehen, wie der Gegner geflogen ist, dass du den nicht nimmst. Den nimmst du aber. Nö, ich hab zumindest behindert, dass er nicht rauf schießen kann. Vincent. Do something, Ben. Magst du wieder wie ein Adult spielen? I'm a child in the heart. Ach, verdammt. Den habe ich verkackt. Den Walljump. Die sind ganz schön oft hier. Yo. 8-Ball einfach rein, passt schon. Oh, du erwischst ihn sogar noch. Ich dachte, das soll jetzt schon die Vorlage sein. Ich habe versucht zu fliegen, ich bin in der Mittellinie. Wow. Da wusste ich nicht, ob der reingeht. Kam ich nicht um die Kurve. Knapp. Ja, aber ich musste nochmal hitten, sonst wäre er auf jeden Fall abgefangen worden. Ja, warum musst du den nehmen? Weil ich nicht immer weiß, wo du bist. Das ist scheiße, aber ich weiß. Na so. Ein Tor. Oh, sorry. Alter, nerven die. Das ist nicht ohne Grund, fliegender Hurensohn. Oh, dafür machst du es mal. Wow, einer heißt halt Flying Son of a Bitch und der andere der fliegende Hurensohn. Kreativ. Wow. Der Sprung. Wir wollten einfach nur weiterleiten mit einer Berührung. Er hätte es einfach drehen können und ihn reinmachen. Oh. In der Mittellinie. Gegner kommt von hinten. Oh Gott. Oh, viel zu weit, sorry. Ja, bisschen. Mittellinie. Hinten. Bitte keine Ansagen mehr über die Position des Gegners. Alles gut. Schön. Sehr schön. Den muss man ein bisschen verlängern, da. Wenn ich so sagen darf. Hast du sogar schön verlängert, irgendwie. Ja, ich muss ein bisschen korrigieren in der Luft. Tut mir leid. Muss man immer. Ups. Sagt er, ups, habe ich fast reingemacht. Ja, dass der Gegner den nicht getroffen hat, hat mich gewundert. Lol, warum habe ich denn da einen Epic Save bekommen? Wofür denn das? Ach, scheiße, da steht er schon. Oh, hat er nicht gemacht. Aber dann bin ich geflogen und dann war es ziemlich Bullshit. Den hat er aber jetzt reingedrückt von oben. Dann nicht scheiße, ich bin nicht richtig hingeflogen. Oh, und ich war halt rausgeflogen, wo es nicht notwendig war. Ich hab's versucht, die Richtung hat bestimmt, aber ich war zu spät. Ja.
Nein, ich hab's verkackt. Oh oh. Was du machen? Darf ich oder soll ich? Beides ist okay für mich. Meins? Okay, doch nicht meins. Ich dachte, du fährst weiter durch. Ich hab keinen Boost. Null. Null, wie gesagt. Na, scheiße, ich hab nicht erwischt. Stimmt nicht, warum. Ja, müssen da oben irgendwie kunstvoll abwehren. Wir wollten gar nicht erst da runterfallen lassen, das war die Sache. Oh. Yeah. Geh ran, geh ran. Overtime. Hab ich. Wieder der Boost alle tatsächlich. Oh. Sehr schön. Der war echt assi. Echt die maximale obere Ecke, dass er noch reingeht. Ich war mir nicht sicher, ob er reingeht. Ich auch nicht. Ich konnte es erst am Ende sagen. Der war perfekt in der Ecke. Ja. Der war nicht mehr zu halten. Der war ein bisschen asozial. Ob er jetzt mad ist, der Flying Son of a Bitch? For me, it's like I could play some games in a few hours. Ich glaube, die wollen sich dahin gehen. So ein Gefühl in der Bauchgegend. Oh, sorry. Das war keine Absicht, dass ich der Volltreff. Nehme ich. Hoffe ich. Das Gefühl, die wollen mit uns spielen. Nicht so cool. Das würden sie nicht richtig einfach spielen. Ja. Wow. Nein. Der hat dich aber nur gefickt. Der hat nur gekriegt. Der hat gesehen, dass ich nicht anspringe, dann hat er den ersten wieder runtergelassen und dann nochmal gelupft. Da. Der hätte den ersten auch ändern können. Wäre ich gesprungen, hätte er den ersten schon hochgemacht. Lull. Wenn der reingeht. Wäre schön gewesen. Nehme ich. Schöner Schuss. Danke, schöne Vorlage. War eigentlich nur Abwehr. Muss man mal so sagen. War die ganze Zeit nur Abwehrarbeit. Ich hatte halt freies Feld, da konnte ich zielen. Meins. Komm ich nicht von der Wand weg. Kommst du ran? Sehr schön. Einfach mit Double Jumpen. Ja, die haben den halt sich gegenseitig kaputt gespielt, da. Haben sich gegenseitig kaputt gespielt. Du musst einfach nur Double Jumpen, darauf zufahren, Double Jumpen. Ja, ich wusste nicht, ob du von der Zeit herankommst, dass das noch reingeht. Ich auch nicht. Ich wollte auf keinen Fall drunter heben und das Ding drüber holen, also bin ich.
muss aufhören mit Reden zu konzentrieren. In dem Tor. Ist halt wirklich so. Lul. Gefaked! Hast du ihn reingedrückt? Nein! Nein! Ich habe einfach nicht berührt! Ich bin einfach vorbeigeflogen! Ich bin einfach vorbeigeflogen! Alles andere hast du gemacht! Der Dude mag anscheinend keine Angaben machen. Der mag übrigens gerne im eigenen Feld haben. Ist okay. Wenn sie nicht mehr wollen, okay, wollen sie nicht mehr. Machen. Ja. Ja, wenn sie das nicht mehr wollen, wollen sie nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade ab. Also, am Anfang war die echt gut. Der ist wahrscheinlich getiltet, einer von denen. Oh. Ich bleib defensiv, bin einfach vor the safety reasons. Wir sind in Führung zu haben. Dankeschön. Bitteschön, mach was draus. Ich bin nämlich tot. Ich bin hinten. Ich will eher anfahren müssen. Leute, die von hinten anfangen, kannst du halt echt nicht predicten bei sowas. Die dich von hinten einfach von der Seite weg den Ball wegklauen. Wenn ich da ranfahre, spielen wir wieder da. Ja, genau da. Jules? Jo. Oh, du kommst da. Ich wollte da wirklich jetzt noch erwischen, ne? Sorry, das war nicht gut. Ah, dass du den nimmst, wusste ich nicht. Nicht mit gerechnet. Ja. Ich wollte aber. Und dann war ich halt komplett out of position. Gut, ich bleib defensiv jetzt. Ist ja okay, du musst nur ansagen, dass du irgendwie wieder rauskommst oder so. Ich weiß, aber das war in dem Moment einfach Concentration Camp mäßig. Sorry. Ich bleib hinten. What the fuck, man? Ich mit mir? Tor. So, du komischer. Nehme ich. Einer ist da. Achso, ich habe keine Ansage. Sorry, sorry, sorry. Bei der Linie. Nehme ich. Oh, fuck. Das kam an in dem Moment, wo ich den Salto gemacht hatte. Oh, hier ist gar kein Boost mehr. Zu günstig. Für dich, Ben. Bin im Tor. Lulz? Nicht Teamplay. Ja, Ben. Also, die sind definitiv besser als wir in einigen Solo, Stellen ja. gewesen. Aber zu zweit, die kriegen wir. Och, lass ihn auf den Boden ditchen! Der eine hat eh schon aufgegeben. Der eine hat eh schon aufgegeben. Ich könnte jetzt mal ein Rank-Up bekommen. Bin die ganze Zeit Gold 3, Division 3. Rocket League? Wärst du so lieb? Rocket League? Please? Ja. Wann kommt eigentlich jetzt das nächste Update raus, wo wir du... Fünfter. Fünfter, siebter. Fünfter? Dann erst? Zwei Wochen. Ich muss, glaube ich, noch ein Match oder so auf in der Diamond Division machen, damit ich nicht runtergerankt werde. Will er mich ja abziehen, ey. Die ziemlich, von den ziemlich seltenen Sachen will er mich abziehen, ey. Ich habe insgesamt drei Dominus, aber einer von das aus einer anderen Kiste, Alter. Ich würde halt gerne einmal noch auf die Räder da umtauschen. Ja, genauso gefällt wie ich.
bleib hinten. Das Gebimmel schmeiß ich mich nicht rein. Bist du sicher? Na gut. Bin hinten. Schade. Wäre schön gewesen. Hätte aber leider viel weiter vorne sein müssen. Oh shit. Den habe ich falsch. Sorry, da habe ich mich falsch positioniert. Ja, ich habe ihn nicht erwischt, leider. Bei mir hast du ihn erwischt. Ich kann zwar umtauschen, aber ich möchte meinen Takumi RXT nicht verlieren. Oh, da hätte ich springen müssen und nicht komplett drehen. Oh. Warum fährst du eigentlich immer an bei sowas? Und warum habe ich gerade die Boostpads nicht mehr? Das ist doch kacke. In Mittellinie. Immer noch Mittellinie. Ja. Ich gehe ran. Ah, der geht zu weit rüber. Schade. Gegner. Oh. Ja, ich weiß. Angewohnheiten, ne? Mir hilft es halt, wenn mir jemand sagt, okay, da kommt jetzt Gegner von hinten. Oh, der geht rein. Ich jetzt. Sorry. Ich dachte, der geht daneben. Ich habe den komplett daneben abgeschätzt. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich so weit in die Mitte ziehen kann. Den System. Nervigen Boost. Ja, diesen komischen Blumenboost halt. Ach komm. Im Mittelfeld. Ich wurde noch gebammt. Also ich konnte nicht mehr weiterspielen. Ach, der geht auf meine Karte, den habe ich echt hart da reingeballert. Ich wollte den anders wegballern. Du musst ihn gar nicht im Sprung hitten, du kannst ihn einfach versuchen rauszufahren, wenn die eh nicht kommen. Wieder gerade über mein Dach drüber. Wenn du willst, können wir den aufgeben, ansonsten machen wir einfach durch wie immer. Nee, ich will es eigentlich schon durchspielen, weißt doch. Ja. Deshalb frage ich. Oh Gott. Die spielen sogar gerade einen runden Boden und ist gar nicht, weil sie wirklich viel besser sind. Nein, selber nur mal einen Tick eher dran. Ich dachte mir, gut, ich hätte auch schon viel früher rangehen müssen. Normalerweise würde ich nicht. Unreported. Warum? Schreib easy. Ach so. Das ist witzig, dass ich meinem Neffen beobachtet. Der hat keine Ahnung, was easy bedeutet. Der schreibt das zwar immer, weil es irgendwie die Streamer und YouTuber machen. Du bist so weit vorne, dass du vor dem Ball warst bei mir. Ich verstehe noch nicht ganz warum. Du bist mit vorne. Ja, meinst du, das funktioniert bei denen? Die spielen ziemlich aufmerksam. Lol. Er hatte echt gefaked das Ding. Wow. Ja, wenn sie jetzt noch eins machen, sind wir bei Brasilien. Läuft. Aber schön gespielt. Haben sich unter Umständen ein bisschen sicher gefühlt. Ach komm, fünf machen wir noch. Wenn, wär's nice. Na, da ist unser Schrauch für die.
Was? Ich fahre ja nicht mal vorne ran direkt. Ach, das ist ja noch herklüpfen kann. Ja. Das ist Turm. Die spielen super aufmerksam. Die innerhalb einer Zehntelsekunde drehen die, wenn du dir irgendwie den Ball hittest. Da siehst du es, die spielen richtig krass konzentriert. Komm, ja, können wir rausgehen, also. Ah, du hast es wieder so salzig, sagst du. Nee. Das ist halt Training, gegen sowas zu spielen. Ah, stimme ich dir zu. Ich habe die Zeta Wheels bekommen. Hätte ich nicht wenigstens in Farbe bekommen können? Die habe ich doch schon. Wow. Die war übrigens auch einer von...